www.kindernetz.de. Das ist mal ein toller Bauernhof, was? Der gehört jetzt mir. Also, eine Zeit lang zumindest. Die Bauersleute sind nämlich ein paar Tage verreist. Und solange schmeiße ich den Laden. Naja, also, Davina hilft mir ein bisschen dabei. So, fertig. Haha, unser superschönes, niegelnagelneues Schweinegehege. Haha, spitze, was? Na, Respekt, Olli. Das ist wirklich gut geworden. Mhm. Und jetzt sind die Schweine endlich an der frischen Luft. Oh, ich weiß, das war dir ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Jetzt müssten das aber die glücklichsten Schweine der Welt sein. Davina, das sind die glücklichsten Schweine der Welt. Hör doch mal, wie die sich freuen. Naja. Bin mir da nicht so sicher. Hm? Aber ich bin auch todmüde. Wie sieht's mit dir aus? Ja, ich auch. Du, Davina, wo das Schweinegehege so toll geworden ist, da habe ich gleich noch eine Idee. Wie wär's mit einem Klettergerüst für die Ziegen? Die können dann... Sei mal still, Olli. Was ist denn? Hörst du das auch? Also ich höre nichts, nur die Schweine. Ja, genau das meine ich ja. Die quieken ja immer noch. Ja, da kannst du mal sehen, wie sehr die sich über ihr neues Gehege freuen. Also ich weiß ja nicht. Du hast das alles im Griff, Olli, ja? Guten Morgen, Davina. Hey, aufwachen. Hey. Warum trägst du denn diese Dinger? Was? Red doch mal deutlicher, ich verstehe ja kein Wort. Ich. Ja. Was? Ich. Warum du diese Dinger trägst? Schrei mich doch nicht so an. Hm? Wegen dem Gequieke von den Schweinen heute Nacht. Das war so laut. Oh, also ich hab nichts gehört. Da. Hm? Immer noch. Oh. Ja, das ist ja komisch. Die müssten doch mal so langsam fertig sein mit Freuen. Eben. Also ich denke, wir bringen die Schweine wieder zurück in den Stall. Was? Oh, Menno, dann war die ganze Arbeit umsonst. Davina, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem Gehege. Ja, aber vielleicht fühlen sie sich da ja gar nicht wohl und quieken deshalb. Im Moment, im Smartphone? Warum quieken Schweine? Schweine sind sehr intelligent, aber das wisst ihr ja sicher schon längst. Man vergleicht sie sogar mit Menschenaffen. Sie können sich, wie ihr hier seht, Farben merken. Und sie wissen ganz genau, wo das Futter versteckt ist. Schweine sind auch sehr, sehr neugierig. Und sie sind sehr sozial. Sie kümmern sich umeinander und können auch Mitgefühl empfinden. Sie sprechen eigentlich den ganzen Tag miteinander. Forscher haben herausgefunden, dass sie sogar so etwas wie eine eigene Sprache haben, mit über 20 verschiedenen Lauten. Damit können sie unterschiedliche Gefühle ausdrücken. Ein lautes Schreien ist ein Zeichen von Angst oder Stress. Und
Und das hier, das kennt ihr sicher, klar. Das Grunzen, das machen die Schweine, wenn sie zufrieden sind. Aber wenn sie sehr aufgeregt sind, dann geben sie ein lautes Bellen oder Quieken von sich. Na gut, wenn die aufgeregt sind, dann muss ich sie eben beruhigen. Gute Idee. Ich würde mich nämlich gern noch ein bisschen hinlegen. Ich habe heute die halbe Nacht kein Auge zugemacht. Hört mal, ihr Schweinchen. Ich weiß, ihr seid ein bisschen aufgeregt, weil ihr zum ersten Mal hier draußen seid. Aber das müsst ihr gar nicht sein. Olli ist doch da. Mhm. Und Davina sagt, wenn ihr nicht leise seid, dann müsst ihr wieder zurück in den Stall. Das hat sie nur so gesagt. Das meint sie gar nicht ernst. Oh, vielleicht hätte ich denen das besser nicht sagen sollen. Mann, bin ich doof. Kann ich die denn nur beruhigen? Also bei mir hat immer eine Vorlesegeschichte geholfen. Das Märchen von den drei kleinen Schweinchen. Es war einmal eine alte Schweinemutter, die hatte drei kleine Schweinchen. Die Schweinchen aßen und aßen und irgendwann waren sie so groß, dass sie in dem Haus, in dem sie wohnten, keinen Platz mehr finden konnten. Da sagte die Schweinemama: Hier wird es jetzt zu eng für uns alle. Es wird Zeit, dass sich jeder von euch sein eigenes Haus baut. Ich weiß es nicht. Oh, Davina! Bei Märchen schlafe ich immer ein. Das war schon immer so. Ja, und ich kann nicht schlafen. Und das war nicht immer so. Oh. Ich habe jetzt endgültig genug von dem Theater, Olli. Die Schweine wandern zurück in den Stall. Psst, wenn die dich hören. Blödsinn. Aber Davina, guck doch mal, wie blass die sind. Guck mal. Die brauchen dringend frische Luft. Frische Luft. Na gut, Olli. Aber ich hoffe, dieses Gequieke hat jetzt bald ein Ende. Ich muss die Schweine dringend auf andere Gedanken bringen. Vielleicht gibt's ja irgendwas, was ihnen richtig Spaß macht. Und sie vergessen die Quiekerei. Im Smartphone? Was mögen Schweine richtig gern? Schweine spielen wahnsinnig gern. Die hier sind eine richtig kleine Fußballmannschaft. Und Schweine toben und tollen gerne herum. Aber es gibt etwas, das lieben die Schweine über alles. Ein ausgedehntes Schlammbad. Dafür lassen sie alles andere liegen und stehen. Da Schweine nicht schwitzen können, dient so ein Schlammbad zum Abkühlen und zum Schutz vor Parasiten. Die werden nach dem Bad einfach mit dem getrockneten Schlamm abgeschubbert. Ja, so fühlt sich ein Schwein sauwohl. Ein ausgedehntes Schlammbad? Nichts leichter als das. Mm-hmm.
Na bitte. Willkommen in Ollis Schweine-Mini-Vergnügungspark. Eine super Idee von mir, was? Hey, was ist denn los? Na gut, es sieht ein bisschen anders aus, wie das ihr kennt. Aber hier drin kann man super planschen. Schaut doch mal, hier drin ist ganz toller, dicker Schlamm. Da könnt ihr doch einfach mit Anlauf rein. Oh, diese blöden Dinger sind sowas von unbequem. Ich geb's auf. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Olli! Hä? Nanu? Zickst du jetzt rum? Und wie? Davina! Was ist das für eine Sauerei im Treppenhaus? Mit den Schweinen ging was schief. Also, eigentlich eher mit mir. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Du beseitigst jetzt sofort die Schweinerei da draußen und dann hilfst du mir, die Schweine zurück in den Stall zu bringen. Ich warte unten auf dich, klar? Ja. Oh, Olli, jetzt habe ich aber echt genug von deinem Blödsinn. Ich weiß, du bist echt sauer, aber lohnt sich denn der Streit? Denn ich will dir hiermit sagen, du Davina, tut mir leid. Also hör dir meinen Song an, dieser Song ist nur für dich. Und wenn's gut geht, ist er sicher auch ein bisschen gut für mich. Oh, Davina, das weiß doch jedes Schwein, dass du niemals kannst richtig böse sein. Oh, Davina, das weiß doch jede Sau, du bist so lustig und liebevoll als Kumpel, ganz einfach toll, warmherzig und wunderschön, voll Energie, so wie mein föhne Freundin bei Tag und Nacht, die einfach hinreißend lacht, ein Pausenbrot, das man gern isst und auf dem Schulweg nicht vergisst. Gut, Olli, aufhören. Mensch, Olli, du schaffst es immer wieder. Tja, Davina, das ist eine meiner leichtesten... Hörst du das? Also ich höre nichts. Ja eben, die Schweine. Verstehst du? Du hast die Lösung gefunden. Musik. Musik beruhigt sie wohl. Ach so. Ach, das. Das war ja auch mein Plan. Ist mal wieder voll aufgegangen. Die Schweine und Davina beruhigt. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Endlich Ruhe. Ja, das war schon ganz schön genial von mir, was? Ja, ist gut, Olli. Ich will die Ruhe jetzt auch mal genießen. Das war so gut, das hätte ich mir selbst eigentlich nicht zugetraut. Haha, auf so eine famose Idee, da muss man ja erst mal kommen. Hm? Schon großartig. Mann, ich habe einfach die besten Einfälle. Ach, was sage ich, die allerbesten Einfälle. Davina beruhigt, die Schweine beruhigt und jetzt diese wunderbare Stille. Man kann einfach hier sitzen und niemand quiekt einem die Ohren zu. Was meinst du, Davina? Davina! So kannst du die Stille überhaupt nicht hören.